Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Scanner Sombre. Und da werden wir, wie gesagt, heute mal reingucken. Und wir starten einfach direkt los. Was ist los? Ah, okay. Wo sind wir denn hier? Und da piept hier. Also wir sind in einem Zelt. Und haben hier First Aid Kit und ein Foto unserer Family. Ja, natürlich, darf auch natürlich hier, ne? Das Panzertape darf nicht fehlen. Alter, das ist aber auch ein hartes Ding hier. Was piept denn da hinten so? Oh, das hört sich aber an wie eine miese Höhle. Was? Eine VR? Geil. Eine VR-Brille. Prototype installiert. Scanner. Linke Maustaste halten, um Scan zu bestätigen. Lol. Das hat mich schon letztes Mal so fasziniert. Das sieht so geil aus. Okay, krass. Also wir haben hier unser Zelt. Wir sind anscheinend irgendwie... machen eine Expedition oder so. Und, das sieht ganz geil aus. Also, ist das krass. Und wir erkunden jetzt anscheinend einfach hier eine Höhle. In unserer eigenen Expedition. Und können hier so links und rechts mal so ein bisschen durch. Das finde ich ganz... Ich finde die Mechanik finde ich voll geil. Ist schon... das hat schon was. So, jetzt ist natürlich die Frage, was können wir hier alles in der Höhle finden? Sind wir alleine? Ich würde sagen, nein. Ich drücke jetzt auch die ganze Zeit einfach nur die linke Maustaste gedrückt. Also ich halte die jetzt einfach nur gedrückt, ne, weil... Es gibt anscheinend keinen Cooldown. Also der Scanner läuft anscheinend dauerhaft durch. Und hier ist anscheinend irgendwie... Water? Ich komme hier nicht... Warum komme ich hier nicht hoch? Kann ich springen? Leute, ich kann springen! Lassen Sie mich hier hoch. Ich möchte gerne ein bisschen erkunden. Okay, geht's aber ein bisschen weiter runter. Weiß ich jetzt nicht, inwieweit ich das möchte. Okay, okay, okay. Gut, dann schauen wir einfach mal weiter, was uns so noch hier in der Höhle erwarten könnte. Würde. Gut. Seit tausenden von Jahren war niemand mehr so tief unten. Okay. Ich war vollkommen alleine. Kein Hilferuf würde jemals an die Oberfläche reichen. Na, das finde ich jetzt aber auch in der Expedition nicht so optimal. Alleine meine Freunde meinten, ich wäre verrückt. Meine Frau war meine Besessenheit unheimlich. Verständlich? Weil du lässt ja Frau und Kind alleine zurück. Aber ich musste wissen, ob die Legende wahr war. Was für eine Legende? Ey, sag mir hier nicht, dass... Alter, ist das ja riesig. Lecco mio. Was erwartet uns denn hier? Also ich meine, die Taschenlampe hätte es wahrscheinlich auch getan, aber ich finde die mir... Also ich finde das natürlich umso geiler. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt hier einfach nur so eine Funzel. So eine kleine Mini-Taschenlampe. Die einfach dann uns nur so irgendwie so einen kleinen Mini-Weg freigibt. So finde ich das super angenehm. Oh Gott, das ist ja... mega groß, als ob jetzt, also hier verlaufe ich mich doch. Also ich wüsste jetzt, glaube ich, jetzt schon nicht mehr, wie ich zu meinem Zeltlager zurückkomme. Aber ich bin gespannt, wo uns die Höhle hinführt. Warte mal, da hinten, war gerade was? Da hinten steht wer. Seht ihr das? Gott, ich erschrocke. Okay, da steht doch niemand. Okay. Das sind weitere Scanner, die einfach nur das Ganze aufbauen. Aber wie kommen die hierher, wenn noch keiner so tief unten war? Also ich habe die ja hier nicht aufgestellt. Von wem sind die? Ach du Heilige, hier ist eine Brücke. Das heißt, hier muss schon mal jemand gewesen sein.
Wer hier schon mal hier unten war? Blendsteuerung. Blende, Mausrad oder QE anpassen. Ah, damit kann ich... Okay, könnte dieser Ort noch älter sein, als es die Legenden vermuten ließen. Damit kann ich halt quasi detaillierter... Hier muss ich rüberspringen. Die Auflösung war atemberaubend. Nie zuvor hatte jemand einen so leistungsstarken geologischen Scanner zur Verfügung. Also hier scheinen auf jeden Fall Lücken zu... Oh Gott, hier sind einige Lücken. Okay, wait. Adventure Time! Uhu! Passt, wären wir... runtergefallen? Okay, warte. Also ich weiß ja nicht... Also wenn ich in so einer Höhle... sowas finde... Also ich jetzt nicht, ob ich das so toll finde und hier einfach so rüber spazieren gehen würde. Okay, haben wir geschafft. Okay, okay. Also wir können den Scanner, die Scanner-Funktionalität können wir halt mehr fokussieren. Auf gewisse Punkte. Ne, so dass wir das dann hier ein bisschen besser dargestellt kriegen. Oder wir können es wieder breit gefächerter machen. Ich merke ja das breit gefächerte, weil ich dann so ein bisschen in die Distanz, glaube ich. Was war das? Was war das gerade für ein Geräusch? Dieses Geknister. Da vorne ist... Vorne stand wer. Da, seht ihr den? Jetzt ist die Frage, will ich da hin? Soll ich da hin? Soll ich lieber weg? Eigentlich will ich da nicht hin. Ich habe ein bisschen Schiss vor... Okay, also wir müssen ja mal gucken gehen. Was ist dein Problem? Okay, der steht aber auch in irgendeinem Circle. Also der steht hier in irgendeinem... Wie so eine Art... Kreis? Ich muss auch gar nicht zu dir. Also... Ich kann auch einfach an dir vorbei. Gar kein Problem für mich. Ich lass dich einfach in Ruhe. Ist... Also wenn du mich in Ruhe lässt... Ja, okay, du lässt mich hoffentlich auch in Ruhe. Können wir Freunde werden, bleiben, tun? Also vielleicht... Vielleicht auch nicht. Okay, das war vielleicht jetzt gar nicht so clever von mir, hier so runterzuspringen. Aber du bist noch da, ne? Also du bist noch, du hast dich nicht bewegt. Cool, 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 cool. Wir gehen einfach hier hoch. Bleib einfach chillig. Also du verfolgst mich jetzt aber nicht, ne? Also... Okay. Hier geht's immer ganz woanders lang. Wo laufe ich denn jetzt lang? Also ich sag euch so, wie es ist. Wenn ich wieder zurück muss, dann ist vorbei. Aber wir erkunden jetzt hier Ruinen? Oder... Oh Gott. Wo geht's jetzt hier lang? Also ich würde sagen, ja, wir erkunden Ruinen. Und machen einen, weiß ich nicht... So in Höhlen... Ist halt nicht so... Nicht immer optimal. Ich muss aber sagen, ich finde es echte Maus halt zum Zoomen. Oder Z zum Zoomen. Ja, okay, wir haben also hier wieder eine Brücke. Können wir ja nochmal kurz ein bisschen ins Detail gehen. Hier sind mehrere. Ach nee, warte mal. Das ist, warte mal, ist das die Brücke, wo wir vorhin rübergelaufen sind? Okay, hier sind überall Brücken. Da ist eine Brücke. Okay, die Brücke sieht gar nicht mehr so stabil aus. Da hinten ist auch nochmal eine Brücke. Die führt da lang. Ach so, das heißt, weil wir hier nicht rüberkommen... Ah, okay, verstehe. Okay, weil wir hier nicht rüberkommen, müssen wir hier runter. Wir müssen hier rüberspringen. Genau, okay. Wir können jetzt hier nochmal ein bisschen... Exkurs machen. Aber vielleicht auch nicht zu sehr. Ich gehe. Okay, hier sind nochmal Treppen.
Was ist denn das? Was? Wo sind wir denn? Okay. Warte mal, hier kann ich hoch? Warum kann ich hier hoch? Hier ist die nächste Brücke. So, jetzt ist die Frage, komme ich jetzt hier... Doch, hier komme ich rüber, ne? Ja, hier müsste ich... Komme ich hier rüber? Probiert's! YOLO! Nein! Hier komme ich nicht rüber! Hat aber einen guten Savepoint. Okay, das ist nett. This is very, very, very nett. Aber ich kann hier runter, warte mal. Aber was bringt mir das? Ach so! Ja, wait. Okay, wait. Also ich kann hier runter. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Als nächstes muss ich nämlich dann wahrscheinlich hier runter. Ich bin weg! Jemand verfolgt mich! Das ist gar nicht gut. Habt ihr den Typen auf der Brücke gesehen? Also... Allerdings hatte das Gerät ein paar Macken. Was für Macken? Manchmal zeigt es Echos von Scans vergangener Tage an. Kalibrierung ändert sich von selbst. Wie jetzt? Doch das konnte ich nicht alles erklären, was ich sah. Hör doch auf! Was denn? Wie? Ich renne jetzt weg. Ist mir egal. Wir rennen jetzt weg vor dem, der uns verfolgt, den wir eigentlich nicht sehen können. Und er uns eigentlich auch nicht. Also normalerweise. Oh Gott. Ich versuche jetzt hier nur irgendwie durchzukommen. In der Hoffnung, dass jetzt der Themann uns nicht holt. Hinten ist noch was. Wie komme ich da hin? How do I get there? Not from here. Und eine Treppe gibt's anscheinend auch nicht. Ist das euer Ernst? Ich kann doch jetzt nicht rüberspringen. Ja, wie komme ich jetzt da hin? Also muss ich jetzt da hin? Ich gehe mal von aus, ja, aber... How do I make this? From here. Oh, muss ich jetzt wirklich mich hier lang haveln? Er geht halt. Ja, wir müssen hier wirklich an den... Oh Gott. Dein Ernst? Ja, es ist dein Ernst. Was zum... Was? Irgendwo ist jemand. Da jemand, ist jemand runtergefallen. Lass mich durch. Also, ist es jetzt ein Scanner, der auch in die Vergangenheit gucken kann? Also, was passiert ist eventuell mit anderen Leuten und so? Okay, wir springen einfach mal hier rüber. So, jetzt muss ich aber den ganzen Weg wieder zurücklaufen, oder wie? Also hier an den... Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, hey, ho, 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 Häuse. Macht er jetzt hier nicht so? Bin ich jetzt in der Wand drin? Also quasi. Aber wir kommen zumindest dahin, wo wir hinwollen. Flächenscan, B drücken.
Wie oft kann ich denn B drücken? Achso, ich muss ja warten, bis er aufgeladen hat, oder wie? Oh Gott. Okay, jetzt ist er wieder frei, oder was? Okay. Also der Flächenscan ist schon nice. Es ist aber auch ganz schön, also ich muss sagen, die Atmo ist auf jeden Fall da. Also dafür, dass es eigentlich nur, wenn du so willst, wirklich nur wie so eine Art Pixel-Scanner sonstiges ist. Ist schon nice. Ich meine, die Sound-Settings sind auf jeden Fall nice. Ne? Das mit den Fußstapfen und auch mit dem Geröll und mit dem Wasser. Das finde ich schon sehr atmosphärisch. Was ist das denn jetzt? Ein Riesengebäude? In so einer Höhle? Okay. Wir gucken uns erstmal nochmal ein bisschen um. Vielleicht auch nicht. Wir gehen erstmal hier nochmal nach oben. Hier geht's ja auch nochmal weiter. Warte mal, wir können ja mal hier so einen Scan durchziehen. Das wird ja riesig. Hier ist ein Baum. Der Tempel muss über 1000 Jahre alt gewesen sein. Ja, davon gehe ich jetzt mal aus. Ich wusste, dass es die Kultisten gab. Ich habe mein ganzes Leben nach ihnen gesucht. Okay, also das heißt, wir haben jetzt zumindest schon mal eine Art Beweis gefunden, oder was? Für den Forscher. Aber dann davor zu stehen, als erster überhaupt. Ja, das ist schon beeindruckend. Nur ich weiß nicht, ob du davon jemandem erzählen kannst, wirst. Weil ich weiß nicht, inwieweit du hier rauskommst. Also ich gebe natürlich mein Bestes, aber ich bin ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, wie wir hier wieder zurückkommen aus dem Bereich. Vor allem, wir gehen immer tiefer rein und da hinten war da auch noch so ein Ausgang, Eingang. Was ist das für eine Figur? Wir gehen immer tiefer und tiefer in die Abgründe. Also ist ja auch die Frage, ne, die Leute, die wir eben halt da so freisetzen. Ach du Scheiße. Sind die uns irgendwann auch böse gesonnen? Also, werden die irgendwann aggressiv? Also ich hoffe mal nicht. Weil das geht ja nicht gut aus. Für alle. Wo ist er? Wo ist er? Ist er wer? Ich sehe da keinen. Hier brachten sie ihre Opfer da. Ach so, deswegen ist er hier so am knistern. Wegen den Dingern. Je mehr Scans ich rund um den Altar vornahm, desto mehr Geheimnisse wurden gelüftet. Ja, okay, 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 ich verstehe, ich verstehe. Sollten wir vielleicht nicht hier sein? Also... Da hinten ist wieder was. Da unten steht wer. Oder auch nicht. Hey, ich dachte, ich habe da gerade jemanden gesehen. Ist mir egal, wir gehen jetzt hier hoch.
Ist jetzt die Frage, wollen wir hier hoch? Da hinten ist der Scanner, aber das sieht aus wie so ein Point of No Return. Das ist halt das, was mir gar nicht so gut gefällt. Egal. Ist vielleicht doch nicht so egal. Ich geh mal hin. Kartenansicht. M drücken, um Karte zu sehen. Ja. Wie geil ist das denn? Gefängnis? Wie riesig ist denn das? Alter, aber ich finde diese Mechanik, finde ich ja schon mal sehr geil. Abgrund 9000 vor Christus. Das ist ja mal mega. Ich habe mich immer gefragt, wie viele arme Teufel sie wohl über den Rand gestoßen haben. Ja, wir werden jetzt mal nicht dazu zählen. Wir gehen jetzt mal ganz schnell hier wieder weg. Alter. Das ist ja... Katakomben. Hier schliefen und aßen die Kultisten. Okay, also Bett konnten sie schon mal bauen. Cool. Wollen wir hier mal kurz einen Scan durchziehen? Wie die Mönche, die nach ihnen kamen, verbrachten sie ihre Zeit mit stummen Gebeten an einem Gott, der sie nicht hörte. Okay. So, warum rastet der Scanner jetzt da hinten schon wieder aus? Okay, also hier ist auf jeden Fall, hier sind wir irgendwo beim Baum. Oder unter einem Baum. So, es kann aber auch sein, dass wir jetzt einfach irgendwo langlaufen, wo ich eventuell schon mal war. Wer bist du denn? Ach du Scheiße. Okay, du scheinst auf jeden Fall eine gute große Statue zu sein. Oh, wie riesig diese große Höhle ist. Okay, hier regnet's. What the fuck? Wieso regnet's hier? Okay. Heißt es jetzt, ich komme hier zum Ausgang? Oder... Also, bei Regen würde ja heißen... Das wäre ja gar nicht so schlecht. Normalerweise. Wobei, kann es in Höhlen regnen? Oh Gott, ich bin im Wasser. Ohne Wasser funktioniert der Scanner nicht so gut, oder wie? Oh ne, der Scanner funktioniert gar nicht im Wasser. Ich bin ganz schnell wieder raus. Ja, ist ja gut. Scanner, Scanner, Scanner. Beruhigen Sie sich. Scanner, ich bin aus dem Wasser raus. Alles cool. Also Elektronik und Wasser vertragen sich halt einfach gar nicht. Also das macht es jetzt natürlich noch richtig unangenehm, wenn du jetzt hier durch so Wasser hüpfen musst, um hier aus der Höhle rauszukommen. Und der Scanner halt gar nicht funktioniert. Da musst du ja schon vorher wissen, wo du hin willst. Das sieht aus wie Wasser. Weil es fließt. Das heißt, wir können hier einmal außen rumgehen. Weil die Pixel bewegen sich. Okay, ich bin im Wasser. Okay, ich komme hier nicht mehr raus. Und es ist so laut. Okay, okay, okay. Wir müssen einen Schlachtplan machen. Seeeingang. Seeausgang. Wo muss ich denn hin? Das heißt, ich muss da hinten hin, weil ich denn zum Seeausgang muss? Oder wie? Wir machen eine Expedition, hat er gesagt. Wir wollen die Höhle erkunden, hat er gesagt. Gar kein Problem. Da hinten liegt noch was. Ist die Frage, wie komme ich da am dümmsten hin? Ist ja hier alles Wasser, ne?
Ja. Das heißt, ich kann hier safe rüberspringen. Nein, kann ich nicht. Und das Schlimme ist, wenn ich im Wasser bin, werde ich verfolgt. Ich würde sagen, ja. Oh. Ey, das ist aber tricky. Also ich hätte es jetzt, wie gesagt, echt versucht übers Wasser, aber Wasser ist halt Kacke. Wir können uns wahrscheinlich so kurz im Wasser aufhalten, aber nicht dauerhaft. So, und ich bezweifle, dass ich da rüberkomme. So, ich gehe mal von aus, ich scanne mal hier nochmal kurz, dass wir nochmal zurück müssen, da hinten lang, um da diese Landzunge runterzukommen. Ja. Damit wir dahin kommen, wo wir hinwollen. Das war gerade ganz schön eng. Okay, das ist hier Land, ja. Sensor Upgrade, Scan-Auflösung wurde erhöht. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Okay, cool. Seeausgang, glaube ich. Gar nicht unangenehm. Gar nicht unangenehm. Ich würde mich jetzt freuen, wenn wir hier einfach irgendwie unsere Expedition beenden könnten und sagen könnten, wir haben den Tempel gefunden. Aber so wie ich uns kenne, war das noch nicht alles. Hier ist ein Boot. Warte mal. Ich kann mit dem Boot jetzt schippern. Aber das würde ja heißen, wenn hier ein Boot ist, müssten wir ja hier rauskommen. Oder? So, Tempel gefunden, wer holt mich ab? Ja. Ich hoffe, wir finden jetzt hier raus. Also ohne irgendwelche Überraschungen jetzt aus dem Wasser raus zu haben. Also muss ich jetzt nicht haben. Oh Gott, die Kurvenlage ist aber mal gar nicht so gut. Das ist schon geil. Also die Mechanik ist schon... Finde ich schon sehr nice. Das hat auf jeden Fall was. Schade, dass es nicht so viele Games dieser Art gibt. Ich finde auch die Musik gerade super entspannt. Die holt mich gerade ab. Müssen wir jetzt hier an Land gehen? Weil da vorne sieht aus wie... ist vorbei. Ach, da vorne geht's zu Fuß weiter. So. Leertaste. Okay. Cool. Auf geht's. Okay. Mit Spitzhacke. Materialscanner Tab drücken, um Sensormodus zu wechseln. Oh no. So viele sind hier unten gestorben.
Ja, aber warum kann ich denn jetzt hier irgendwelche Kanister, Die Minenarbeiter, die hier gearbeitet haben, waren ebenso abergläubisch. Sie hatten panische Angst vor diesem Ort. Ja, kann ich verstehen. Sind all jene, die ihr Leben wegen Fahrlässigkeit verloren haben, ebenfalls hier unten gefangen? Ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist die Frage, kann ich hier mit irgend... Ich kann damit ja nichts machen. Also was bringt mir das? Bis jetzt. Okay. Oh, hier ist der Minenschacht. Ist ja mal gar nicht so toll von denen. Okay. Aber wenn wir hier einen Minenschacht finden, dann finden wir doch hier jetzt auch einen Ausgang. Oder? Ja, irgendwie muss ja die Mine einen Eingang haben. Was für uns dann in dem Fall der Ausgang wäre. Ah, guck mal, hier haben wir noch ein paar Scanner. Und jetzt? Warte. Muss ich jetzt hier hoch irgendwie? Aber ich kann doch hier gar nichts machen. Warte mal, kann ich hier einmal so einen Big Scan durchführen? Geht das? Ja. Aber bringt mir das was? Ich meine, was sollte ich jetzt... Kann ich, warte mal, was ist denn hier? Hier geht's ja auch nochmal weiter. Ach so, hier komme ich dann nach oben und dann kann ich oben den Parcourslauf machen, oder wie? Ah, no, I see. Spielt es eine Rolle, dass all das nur in meinen Erinnerungen existiert? Sagen wir mal so, ist es dadurch weniger real? Naja, ich war dort. Ich war der Erste. Ja und irgendwie auch nein. Also nur weil ich in meiner Erinnerung eventuell, weiß ich nicht, am Nordpol war, heißt es ja nicht unbedingt, dass ich wirklich da war. Oder doch? Man weiß es nicht so genau. Stone? Also Jump'n'Run ist auf jeden Fall... Er ist da. Was ist das hier? Steht hier noch was? Nee, schade. Ich dachte, es gibt noch so wie so eine Art Notizeintrag. Okay, es sind nur die Männer. Okay. Gehen wir mal weiter. Treppe. Also es sieht jetzt immer mehr und mehr danach aus, als ob wir rauskommen. Hoffentlich. So zumindest deutet sich das Ganze hier an. Aber wie gesagt, ob wir dann danach wirklich gesund sind, frage ich mal zu bezweifeln. Ich erinnere mich an den Abstieg, als wäre es gestern gewesen. Ja, stimmt. Also wie bist du denn eigentlich hier reingekommen? Die Hoffnung, dass ich da unten etwas finden würde, mehr als nur eine weitere leere Höhle. Ja, jetzt ist aber die Frage... Kann ich jetzt hier einfach durch? Nee, schade. Ich wünschte, du wäre besser vorbereitet gewesen. Inwiefern? Muss ich jetzt hier irgendwas aktivieren? Warte mal. Wait. Hm.
Muss ich irgendwelche Knöpfe drücken? Also Knöpfe drücken kann ich. So, wenn ich jetzt hier bin, was kann ich jetzt hier machen? Ach so! So, lass mich raten. Jetzt habe ich den ersten Knopf offen. Dafür den zweiten Knopf da hinten offen. Aber den noch nicht. Okay, das heißt, wir müssen hier nochmal ein bisschen gucken. Ein bisschen backs. Ich weiß nicht, ob ich hier runter möchte. Wir folgen erstmal dem Rohr. Er hat dem Rohr gesagt. Okay, wir können dem Rohr nicht wirklich allzu weit folgen. Kann ich? Kann ich nicht? Kann ich? Kann ich? Warte. Antiker Tempel mit Automatiktüren. Ja, 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 ja. Wer kennt sie nicht? Die Indiana Jones Türen. Hä, warum komme ich denn jetzt hier nicht rüber? Safe kann ich doch hier rüber. Jedes Spiel sagt, nee, du kommst hier nicht rein. Also müssen wir wahrscheinlich einen langen Weg gehen und müssen jetzt hier einmal runter. Und müssen jetzt diesem Kasten folgen, sehe ich das richtig? Okay, wir folgen diesem Kasten. So, Kasten ist vorbei hier. Muss ich jetzt einfach hier runter wieder? Okay. Es ist aber auch verwinkelt und ist ja alles. Jetzt aber. So, jetzt kann ich aber zurück, ne? Also jetzt kann ich mit dem Aufzug nach oben fahren, oder nicht? Hallo? Haben wir es geschafft? Ich meine, wir haben ja jetzt unseren Tempel bekommen. Ich muss aber auch sagen, Alter, guckt euch mal diesen riesen Weg, den wir gegangen sind, an. Also, das war ja mal gar nicht so einfach. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Okay. Wider Gates? Okay, okay, okay. Wie oft muss ich das noch durchleben? Warum? Du müsstest doch gar nicht. Immer derselbe Felsen, dasselbe Metall, dieselbe abgestandene Luft. Und die Schuld? Und die Schuld? Aber da hinten hört es sich an, als ob es rausgeht. Ich möchte einfach nur meine Familie wiedersehen. Ja, let's do it! Wir sind out of here! Ich weiß nicht, wie ich starb. Wie du stirbst. Können wir nicht einfach hier, genau, runter? Wieso? Er ist gestorben? Sind wir Minenarbeiter? Bei all den Erinnerungen, die ich durchleben muss, ist das das Einzige, an das ich mich nicht erinnern kann. Was? Aber es bricht mir das Herz zu wissen, dass ich meine Familie zurückgelassen habe. Was? Sie sind immer für mich da.
Was kommt denn jetzt hier für eine fiese Story? Da ist doch my family. Meine Frau, zwei Kiddies. Ist alles cool. Also, anscheinend nicht. Sie wissen, dass ich nie zurückkommen werde. Nein, sind wir da unten. Okay. Und ich könnte nochmal einen Durchgang machen, oder was? Jetzt ernsthaft? Wir gucken mal kurz.